Krake. So, Level 48. Okay, 13.000. Starke Verbindung? Schwäche Feuer und Erde. Alles klar. Wahrscheinlich wird es die ganze Zeit so eine Viecher da scheißen. Das ist jetzt meine Vermutung. Runenkreis. Wow. Der Damage ist... Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück bei Tales of Systeria. Jawohl, Huber hat gute Laune. Wieso? Weil ich gerade ein schönes kleines Internet-Upgrade, ja, es heißt Upgrade, gemacht habe. Endlich mal von meinem gümmeligen 32.000 auf 100.000 geupgradet. Und jetzt kommt, ich zahle weniger im Monat, das ist voll gut. Also zumindest für die ersten 6 Monate, danach sind es 5 Euro mehr. Aber das ist völlig egal, denn in einem halben Jahr sind es dann schon 200.000. Juckt kein, ich weiß. Unser Ziel ist es... Was hat er da geprüft? Ah, seltsame Puppenstatue. Ah, alles klar. Das ist, wer es nicht kennt, aus Tales of Xillia. Ein Char. Matroska. そうか。北の方でよく見る民芸品だが、これはもしかして人と天族の関係を表しているんだろうか。ヘプシスキャンスイースターエッグ。おいおい、そこまでマジに考えんなって。ダスコレクト。だがわざわざ奇妙な仕掛けを作ったんだ。何か意味があるはずだろ。確かに。だとすると天族の中にさらに人がいる意味は何だろうな。 天族の中にある人格を示している。いや、天族を器と見せることで、逆説的に人と天族の共存を暗示しているのか。ミック、ハライバダイマオル。ザビダ、一番最後の人形には何が入っているんだ。ああ、確か梅干しの種が入ってる。梅干し。梅干しの種。もちろん象徴だろうが。 種とは再生の印だろうか。はい、einfach sein Maul。そもそも前提となる梅の意味は。いや、わかるわ。エドナちゃんが美久保をいじる気持ち。でしょ。ある意味スレイよりピュアだものね。実に哲学的だ。深いな。Ist so absolut Nietzsche Style. Diese Puppe, also wenn man jetzt den Kopf auf den Körper draufsetzen würde, hat nämlich die Magierin aus Tales of Xillia immer benutzt. Ich komme nicht mehr auf ihren Namen. Keine Ahnung. War so ein kleines Mädchen. Erinnert einen, ja, ganz entfernt an Edna halt. Auch nur, weil es keine anderen kleinen Mädchen hier gibt. Das ist doch absolut der falsche Weg, den ich hier gehe, um zu diesem Stern zu kommen. Oder etwa nicht? Wir werden es gleich sehen. Nee, das scheint schon irgendwie korrekt zu sein. Prüfen. Geheimnisvoller Monolith. それにしてもこの石碑どういう仕組みで大地の記憶を再生してるんだろう。ここが地脈が噴き出す場所だからじゃね。地脈？ややこしい説明は地の天族様にお任せ。地脈は大地に流れる自然そのものの力よ。そう。Sowas wie der Puls der Erde. 昔から地脈が強く交わってる場所なんだよな。知ってるなら言わせないで。 言わせたくなっちゃうのよ。可愛い子には。え、サファソ。なるほどな。その地脈に大地の記憶が反応してるってことか。もっとわかりやすくプリーズ。ない。例えると、ここから水が噴き出してる。大地の記憶は水車みたいなもの。水車が回ると小麦を引くみたいに 記憶が再生される仕掛けって感じかな。ミクレオ、ハライバダイマオル。納得。けど、なんで大地の記憶が水車みたいになってるわけ？それは。地脈は大地に属する力って言ったでしょ。ああ、マン、マン、 ナーズ、シュミルゾ、ディヒト。大地の記憶を作ったマオテラスが大地そのものを器にしてるなら、マオテラスの意志がそうさせてるのかもしれないな。 Okay, das hat jetzt nur unseren Stern nicht erfüllt. Kraft des Monolithen glüht der Iris-Stern in einem vorigen Licht. Oh. Das heißt, wir können uns die Dinger hier jetzt nochmal angucken wahrscheinlich. Ja, okay. Haben wir alles schon gesehen.
Ja. Das heißt, mehr gibt es hier auch nicht zu machen. Das ist der ganze Punkt. Am Arsch! Das ist ein bisschen doof. Egal, dann gehen wir in der Hauptstory weiter. Ne, Maoteras to Herdalf no tsunagari ga nakunattara, mou nani mo shinpai shinakute ii no Ja, das ist richtig. Dou daro? Daichi o utsuwa to suru hodo no sonzai da. Hatashite sore dake de ii ka? Ah, Daichi no kegare subete o jouka shinakya dame kamoshirenai. Dou na, Laira? Takeyabu yaketa, hai! Esso. Zettai wazato futteru. Honrai Daichi no kegare wa ano boya ga jouka shite ta. Ano ko no chikara wa Daichi no itonami sono mono nan da mono. Jijou sayo mitai na mon ka. Konkai wa sore dake ja tarinai kamo ne. Doushi no katsudou. Zieh endlich den Hut aus. Daichi no jijou sayo o soto kara tasukete iru to iemasu. Kedo sore mo ima wa sure hitori ka. Chanto kangae tokanai to ikenai na. けど、考え込んでもしょうがない。だね。Danke schön. Ich werde natürlich versuchen, uns nach Elysia zu teleportieren. Was natürlich nicht geht. Weil, hast du nicht gesehen. Elysia ist hier. Ruinen. Unter. Was ist denn am nächsten dran? Da war doch noch was. Verdammte Axt. Das kannst du mir nicht erzählen. So. Hä? Warum? Hä? Seehafenhöhle. Falkewinhang. Oh, aber vom Falkewinhang müsste man doch da irgendwie hinkommen. Da kann man sich auch nicht hin teleportieren. Alter, das ist doch der letzte Scheiß. Ja, natürlich! Alter, ihr wollt mich doch alle wegtrollen, ganz einfach. Damen sie auch nicht. Marlin nicht. Ich kann mich halt einfach nirgends hin teleportieren. Außer in Logrin. Okay. Was auch Logrin ist da. Große Brücke vielleicht? Oh, Gafferis Ruinen. Oh nein, ey! Nein, nein, nein! Das kannst du mir einfach nicht erzählen, ey, dass du hier so wenig Möglichkeiten hast, dich zu teleportieren, ey. Das geht mir gerade richtig auf die Eier. Entschuldigt meine Wortwahl, aber es ist halt einfach so. Oh Gott, ey, dann gehen wir halt hier hin und dann von da aus hoffentlich. Oh. So, ich werde jetzt bis zu dieser. Boah, vor allen Dingen, das ist halt mitten in der Höhle. GG! Ich. Hasse dieses System! Ich hasse es! Absoluter Drecksfail! Natürlich geht's hier. Alter Mann! Guck mal, alleine sowas macht mich halt einfach mega aggressiv. Weil es nichts anderes ist, als schon wieder dieses Kackspiel zu verlängern. Mann! Kann's doch nicht sein! Muss man wirklich auf so eine billigen Tricks zurückgreifen, um ein Spiel zu verlängern? Ehrlich? Das ist kümmerlich. Ihr blöden Pimmelköpfe. Oh, wie das nervt. So, wir gehen durch diese hübschen, tristen Gebiete und hoffen darauf, dass wir uns zumindest von der blöden Brücke. Und allein dahin zu laufen, sind halt 20 Minuten locker. Es wird die ganze doofe Folge dauern, ey. Nur dahin zu laufen. Alter. Vor allem, ich weiß nicht mehr, ob ich mich aus diesem scheiß Sumpf daraus teleportieren kann. Wahrscheinlich ist halt das Problem, dass ich hier gar keinen Herrscher habe. Aber in den anderen Orten habe ich doch einen Herrscher und es ist alles so dumm. Es ist alles so furchtbar dumm. Oh, ja, lauf halt hinter mir her, du dummer Low. Ja, ganz ehrlich. Wobei das, glaube ich, sogar noch Gegner sind, die einigermaßen zumindest Erfahrung geben. Weil wegen nicht ganz so super alt. Scheiß Nervensäge. Jawohl, das bringt's voll. Ach, Kinders. Ja, ich hab mich getäuscht. Ich verliere schon so viel Life durch ganz normale Angriffe, dass sie viel Erfahrung nicht geben können.
128, wow. Ich bin beeindruckt. Absolut beeindruckt. Nicht. Nächsten Wölfe. Alter. Oh, wir sind zum Glück durch das Windschreiten genauso schnell gewesen wie die. So, hier ist ein Speicherpunkt. Herrscher des Landes. Reise zum. Das ist einfach nur traurig. Das ist einfach nur fucking traurig. Oh. Nicht mal dahin kann man sich teleportieren. Ernsthaft nicht. Aber wie komme ich denn jetzt zurück? Ey, Fickspiel, ganz ehrlich, das ist einfach nur eine beschissene Schikane. Alter. Eingang, da bin ich glaube ich gerade. Eingang zum nördlichen Sumpf? Ich kann es euch nicht mal sagen, ey. Safgottmoor. Südliche Oase vielleicht? Oh, ich versuche mal einfach das jetzt, um irgendwie auf diese blöde Brücke zu kommen. Ist dahinter diese dumme Brücke? Alter! Ist sie das? Der Häftlingssumpf, ey. Große Camelot-Brücke ist da oben. Oh, leck mich doch fett. Ja, wir laufen dahin. Toll, super. So viel schöne Sachen, die man sehen kann. So viel tolle Zeit, die man verschwenden kann. Oh, guckt euch mal an, wie weit das ist. Ey, Namco Bandai, fuck off. Vor kurzem ist ja auch Tales of Symphonia jetzt rausgekommen für den PC. Mega verbuggt. Wen wundert's bei so einem Publisher? Es ist nicht zu glauben. Ohne Witz, früher so, zu Zeiten von Secret of Mana oder Lufia oder sonst was, gab es das nicht. Also A, dieses Verbuggtsein nicht, hat natürlich einen logischen Hintergrund. Heutzutage, wo du dir allen Scheiß aus dem Netz sorgen kannst, haben die ganzen Videospielhersteller natürlich gar kein Qualitätsbestreben mehr. Weil die sagen sich, wenn was nicht läuft, patchen wir halt. Und früher, als es halt diese Datenträger noch richtig gab, seien es nun irgendwelche CDs gewesen oder eben von mir aus auch Kassetten, ging das ja nicht. Da konntest du nicht einfach einen Patch rausbringen. Und deswegen, Liebe zum Detail, so lange programmiert und gebeta-testet und gebugfixt, bis das gesessen hat. Heutzutage, schneller Kommerz, leckt mich doch. Klatschen irgendwelche lieblosen Spiele hin, Hauptsache man verdient Geld damit. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass das, was ich gerade spiele, I won't say its name, auch so ein Spiel ist. Aber man merkt halt an der einen oder anderen Passage, ne? Das wäre vor 15 Jahren einfach nicht drin gewesen. Schaut es euch an. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich benutze dieses Gebiet zum Leveln. Arschkarte, die Gegner geben doch kaum noch Erfahrung. Oh, sicherlich gäbe es sogar noch einen einfacheren Weg. Das Problem ist, ich habe mir jetzt die letzte Folge nicht nochmal angeguckt. Und ich habe wieder ein paar Tage nicht gespielt. Vielleicht hätte es einfach irgendeinen Weg gegeben, wo man sich hinteleportieren kann und dann ist gut. Wenn dem so ist, entschuldige ich mich hiermit förmlichst. Wenn nicht, fickt euch bitte ins Knie, Namco Bandai. Ich hatte diesen Save Point noch nicht. Alles klar. Wahrscheinlich war das auch so ein Grund. Oh Gott, ich kann jetzt echt nur beten, dass der erste Save Point hier in dieser Kackbrücke... Guck mal, da ist sogar ein Stern irgendwo. Alter. Mich wegteleportieren lässt. Wovon ich halt leider nicht ausgehe. Oh... Auch schlimm sind diese Pimmelgegner, denen du nicht ausweichen kannst. Komm, wenigstens noch zu denen und gefährliche Begegnung. Jawohl. Ich finde sie beide auf einmal. Abfrühstücken. Gegen was wart ihr nochmal? Ja, Erde. Habe ich jetzt natürlich so nicht dabei. Ist völlig egal. Bei denen kriegen wir das wohl auch nochmal so hin. Wow. Stark. Mein Mädchen. Sehr, sehr stark. Ich glaube, Löwengeheul ist doch irgendwie zumindest teilweise Erde. Bum, bum, bum. Und selbst wenn es nicht unbedingt Erde ist, kriegen wir kritische Treffer hin. Oh, guck, auch sowas, ey. Diese Kameraführung. Das hätte es damals einfach nicht gegeben.
absolut belastend. Daijibuka? Naja, geht so. Scheinbar mussten die sich fusionuckeln, um nicht größeren Kollateralschaden zu nehmen. Sind das so eine Low-Gegner, ne? Zack, zack. Weg mit dir. Oh oh. Krieg ich leider nicht mehr hin. Und bam. Er ist tot. 252. Wow. Oh. Ich spiele noch nicht lange, ne? Aber ich habe schon keinen Bock mehr. Und es kommt mir auch wie eine drölfige Ewigkeit vor. Eieiei, ob wir den Dicken wohl kaputt kriegen? Also mittlerweile. Ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Und ich würde es nicht versuchen, ohne davor gespeichert zu haben. Deswegen lasse ich es. So, war das hier wieder hoch und dann ist gut? Das ist richtig? Das ist wohl richtig. Was ich jetzt aber machen werde, ist, ich speichere. Und werde es jetzt versuchen. Sollte das nicht klappen, mein Gott. Dann mache ich in der nächsten Runde weiter mit Richtung Stern laufen. Auf dich habe ich eigentlich gerade keinen Bock, kleine Fee. Krake. So, Level 48. Okay, 13.000. Starke Verbindung? Schwäche Feuer und Erde. Alles klar. Wahrscheinlich wird es die ganze Zeit so eine Viecher da scheißen. Das ist jetzt meine Vermutung. Runenkreis. Wow. Der Damage ist irgendwie nicht so krass, ne? Erzdrachenzahn, zornige Winde. Wow, dieser violette Sturm ist hart. Das Schöne ist halt, dass ich die kleinen Pisser auch so erwische. Ich glaube, der Damage von dem ist nicht so super hart. Kann das sein? Sonst haben ja diese komischen Viecher es immer an sich, dass sie halt gar nicht mal so krass sind. Aber wenn sie mal Damage drücken, dann ist es halt 2000 oder sowas. Aber bei denen geht das einigermaßen bisher. Wir blocken mal. Oh, scheiße. Gerade im richtigen Moment entblockt. Okay, weil ihr das nicht auf die Reihe kriegt, ihr kleinen Pesselengs, muss Fadi... Warum kann ich mich nicht heilen? Weil ich verlangsamt bin, kann ich mich nicht heilen? Ist das korrekt? Wäre nett, wenn mich mal jemand heilt. Still. Danke. Guck mal. Läuft doch hart. Dann machen es halt beide. Unnützerweise. Okay, da ist gleich jemand absolut tot. Oh, oh. Wow, die haben sich wieder komplett geheilt. Das finde ich super, super Suche von denen. 3000 circa. Ja, zu schwach. Krieg ich halt einfach... Ah, doch! Ich habe ihn gecountert gekriegt, Alter. Wie geil. Und? Kriegen wir ihn mit der Mystic Arte tot? Oh ja. Das wäre der Hammer. Absolut cool. 15er Rang. Lernlaufstiege. Neues Arte gelernt. Anormale Kugel erhalten. Kenntnisse zum Titel vertieft. Hammer. Hammer. 7, 3, 7, 10, 9. Ja. Okay, ich bin jetzt so ein bisschen zwiegespalten. Denn einerseits könnte ich versuchen, über diesen Safe Point mich weiter Richtung Elysium zu teleportieren. Andererseits ist da ein fucking Stern. Komm, wir versuchen's. So, Reise zum Speicherpunkt. Natürlich. Natürlich nicht. Damensee. Oh. Ja, komm. Einfach. Arsch lecken. Leckt mich. Lasst mich. Nein, ich hab keinen Bock auf euch. Ihr seid dumme Laus. Hartnäckige dumme Laus. Darum geht's also. Kondo war Roland's Highland, Honkida. Sungeh, Shotos in Narutte Hanashida.
Hallo, mein Freund. Nimm dir eine Sekunde und sieh dir das an. Sino, Topas aus dem Westen, perfekt für deine Liebste, nicht wahr? Der Ertrag der Mine wird zusehends größer. So bekommst du eine ausgezeichnete Qualität für einen angemessenen Preis. Ist doch irgendwo so ein Ausrufezeichen, Dude. Ah, unsere Dattelets! Ich hab deine kleine kümmerliche Background-Story vergessen. Tut mir leid. Katzcorner. Ah ja. Kameni, anna karada de. Nekonin no sato. Soko de kettou suru tsumori nano ka? Nekonin ga sumu tte iu maboroshi no mura ne. Neko to kame no dai kettou ni nattari shite na. Gara voll geil. De, doko ni aru n daro? Nekonin no sato tte. Sonna densetsu kiita koto mo. Watashi mo kuwashii koto wa. Ikitai nara shiraberu shika nai ne. Ja, kakuchi no denshou ni kuwashii tenzoku wa adatte miru ka. Oder wir lassen es. Kango tenzoku nara densetsu toka denshou toka kuwashii kamoshirenai mon na. Nein. So, werde ich mich jetzt teleportieren können? Ich schätze immer noch nein. Oh, Brudi. So, Reise zum Speicherpunkt. Ach, so dumm, ne? Einfach nur, damit man diese blöde Unterhaltung mitkriegt. Ja, oder auch nicht, ey. Einfach nur hart belastend. Oh, ey. Da war ja was kaputt. Oh, so einen dummen langen Weg soll ich jetzt zurücklaufen? Ehrlich? Das tut ihr mir an. Ist eigentlich eine Kiste oder sehe ich schlecht? Wow. Oh, Nerv! Absolut Nervkotz. So. Wie war das mit Runenkreis? Müsste ich euch doch eigentlich runterboxen. Warum haben die auf einmal so viel live? Was ist denn da verkehrt gelaufen? Oh. Ich würde mich gerade verwandeln, hätte ich fast gesagt. Gerade verbünden! Eins werden mit Mikichuan, aber ich habe ja leider keine SA. Das war mit Abstand das längste Tales of Spiel. Ich habe vorhin geguckt. 30 Stunden bin ich jetzt schon hier zugange, Alter. 30 fucking Stunden. Die anderen hat man schon so innerhalb von, ich sag mal, einem Tag, also 24 Stunden schon geschafft. Und ich hab hier nicht mal viel optionales Schüsselzeugs. Also, ne? Nächste? Oh. Du musstest dich jetzt verwandeln, weil. Oh Gott. Töte ihn noch einfach, sorry. Ganz ehrlich, töte ihn noch einfach. Schwäche auch wieder Erde. Oh, wenn er halt wenigstens drücken würde, ne? Aber es ist halt einfach nur nervig. Ja, natürlich. Natürlich! Du kommst halt an den einen nicht ran, weil der andere dich angreift. Das ist wie in Brawlhalla. Was ich übrigens jetzt intensiver spiele, weil auch die Chaos Club Jungs dabei sind. Schaut unbedingt auf dem Kanal. Stirb, 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 stirb. So, so Flame Maimer. Mach mal. Und ich habe den Kill geklaut. Feldspatschwert. Das kriege ich wohl nicht kaputt, schätze ich mal. Auch nicht als Super Edna. Ja, ja, dann laufen wir halt dran vorbei. Ich muss aber sagen, beim ersten Mal erschien mir dieses Ding wesentlich länger. Also diese große Camelot-Brücke.
Denn ganz offensichtlich sind wir ja jetzt auf der anderen Seite. Hier, Perlhaferweide, quasi schon durch. Vielleicht haben die das jetzt auch abgekürzt oder so. Kann ja alles sein. Ehrlich, ich habe keinen Bock auf euch. Ich hab gerade gesagt, dass ich keinen Bock auf euch habe. Danke. Kann man hier jetzt kurz Pause machen und die verpissen sich? Ja, komm halt einfach die nächsten, ne? Jetzt hat man halt auch kein Rennen mehr und dann passiert so ein Scheißdreck. Ach, Alter, geht mir bitte nicht auf die haarigen Eier. Oh. Macht einfach ganz viel, super viel Flächendamage. Los. Jetzt. Toriodan. Ganz viel Flächendamage jetzt einfach. Bum, 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 bum. Danke. Pfeil des Heiligen, nichts trifft. Okay, alles klar. Dankeschön. 75 Erfahrung. Ja, holla, das hat sich aber gelohnt. Wie viel braucht er denn? Über 800. Ja, da sind 75 voll der geile Deal, ey. Ja, komm her, gefährliches Treffen am Arsch. Los, Sam, halt am Maul. Was war euer Dingselement nochmal? Ja, ihr habt natürlich keins, warum auch? So, dann wechseln wir mal zu dem Typen, der wenigstens nicht das Element hat, was schon gar nichts macht. Winterland! Wow. Aber der Damage ist schon krass. Tendenziell. Der da ausgeteilt wird. So, natürlich ist das jetzt gegen die Vogelviecher ein Witz, aber okay. Was hat er eigentlich für ein Zauber? Strata-Schild. Aha. Lassen wir das mal. Sorry, im richtigen, heftigen Rager-Modus. Wo ist der Maimer? Jawohl, jawohl, jawohl. Unen Kreis. Die SA füllen sich halt mega schnell auf. Ne? Das fällt mir jetzt erst auf. Oh, der war klasse. Irgendwie haben die extremst viel Life. 4000, ne? Also voll zu viel mehr Rücken. Wow, 160. Beeindruckend. An dieser Stelle beende ich diese Folge. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Es kommt mir vor wie 3 Wochen. Wegen diesen scheiß Schikanen. Die nächste Folge wird garantiert cooler. Ich freue mich schon. Bis dahin und ciao.